Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier bei Master of Orion mit Darlok im Krieg mit Silikoiden und mit dem Bulrasi. Die Silikoiden haben uns nicht mal gesagt, dass sie mit uns jetzt im Krieg sind. Die sind nicht so gesprächig, denn das sind ja Steine. Während die... Oh oh, da kommt was, das ist nicht gut. Während die anderen, also die Bulrasi, sehr, sehr fragwürdig bipolar dämlich sind und keiner so genau weiß, was man von denen zu halten hat. Ich schon gar nicht. Und wir werden jetzt als allererstes deswegen jetzt gegen die Silikoiden losschlagen, weil die unser direkter Nachbar sind und uns deswegen naturgegebenermaßen am meisten auf den Keks gehen können. So, das hier haben wir jetzt fertig gebaut. Das finde ich jetzt sehr gut. Das hier ist jetzt auch demnächst fertig. Guckt euch das mal an. Das ist jetzt hier so richtig geil zeitsparend. Kann man hier so quer rüberfliegen. Was ich aber machen will, ist eigentlich... Ah, scheiße. Wenn die jetzt kommen, haben wir hier ein Problem. Das ist doof. Ich kann mir überlegen, wo ich jetzt das Schiff hier brauchen kann. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es gerne ganz woanders. Ich würde gerne hier irgendwie sowas wie ein Beacon hinsetzen. So, hier... Einfach um zu gucken, was da los ist, aber das kann ich gerade nicht. Deswegen überspringe ich das Schiff jetzt hier gerade eben mal hier in die Runde. Und gehe in die nächste Runde. Vielleicht haben wir genügend Geld angesammelt, um auch die letzten vier Kreuzer auf nächste Level zu... Oh scheiße, Mission fehlgeschlagen. Er wurde entdeckt und deportiert beim Destabilisieren. Shit. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. So, und ihr hier auf diesem vulkanischen Planeten produziert weiterhin fröhlich Nahrung. Könnt ein Wetterkontrollsystem machen, erhöht den Nahrungsbonus. Die Frage ist, was bringt uns das? Was bringt uns das? Nicht so viel. Was könnten die denn machen? Wir könnten eigentlich ein Autolabor bauen, dann würde es hier wenigstens nochmal ein bisschen Forschung geben. Ja, baut hier ein Autolabor. So, ob das jetzt hier... Geht halt nicht so viel schneller, ne? Also, mit dem Wachstum hier. Der Planet hier ist wirklich eher so ein bisschen... Naja. So ein bisschen mittel. So, hier überspringen wir und gehen schon wieder in die nächste Runde. Damit dürften eigentlich auch schon unsere Kampfschiffe jetzt schon fast unten angekommen sein. Ja, die kommen diese Runde jetzt hier an. Nachrichten einer geringeren Zivilisation. Und angekömmt. Die Flotte. Das fand ich sehr gut. Ich meine, wir können aber theoretisch die Schiffe jetzt einzeln upgraden. Der Zerstörer. Genau, kostet 721. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall, dass die Zerstörer, dass so viele Zerstörer wie möglich auf dem Tech-Level sind, das wir jetzt gleich brauchen. Um den Silikoiden eine reinzuhauen. Quest. Bewegt von ihrer Großzügigkeit und andauernder Freundschaft hat das Volk der Digen darum gebeten, dass sie in ihrem System eine Kolonie gründen. Sie erhoffen sich davon, dass beide Rassen der Galaxie eine bessere Zukunft bescheren werden, durch Zusammenarbeit Seite an Seite. Ja, das akzeptieren wir mal. Wo waren nochmal die Digen? Die Digen... Ne, Dagon war hier. Wo waren die Digen? Dagon ist was anderes. Da, Digen und Dagon. Dagon, Digon. Direkt neben dem Zentrum des Universums. Welcher Planet wäre denn dafür in Frage kämend? Der nicht. Der hier wäre nicht schlecht. Weil er reich ist. Der andere hat zwar Gold, aber das ist egal. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach ganz stumpf. Auf Nasin bauen wir gerade eben Müll ab. Das ist nicht so tragisch. Das können wir jetzt einfach mal kurz unterbrechen. Und stattdessen ein Kolonieschiff bauen. Das dauert eh noch drei Runden, das ist halb so schlimm. So, dann haben wir noch andere Dinge zu produzieren. Ich muss gleich nochmal gucken, da unten, wo wir jetzt gerade eben sind, wo jetzt der Krieg Einzug halten will. Mit Betonung auf will, denn er will es ja. Oh Gott, und wir müssen hier auch noch Schiffe bauen. Scheiße. Ich möchte mal fünf Fregatten hier bauen. Technologisch auf dem neuesten Stand, hoffentlich. Ja, dann haben wir hier den letzten hier voll. Sehr gut. Das spart uns nochmal eine Runde hier. Hier wird gestreikt. Ja, dagegen will ich vorgehen. Bau mal das hier als allererstes.
Im direkten Anschluss baust du diese Wettersteuerung. Und Müll hast du hier sowieso nicht so wirklich, weil dieser Planet unfruchtbar ist. Der sieht sowieso schon scheiße aus, interessiert also keiner, ob er dreckig ist. Wenn ihr das hier habt, baut ihr bitte auch den Holosimulator und danach die Wettersteuerung. Gut. Jetzt haben wir hier noch eine Flotte wieder. Hier, was, ich kann hier was bauen? Nee. Mir wurde gerade eben angezeigt, ich könnte hier was bauen an dem Planeten. Der Planet ist, glaube ich, jetzt einfach fertig. Der ist groß geworden. Das ist schön. Das ist sehr schön, dass der groß geworden ist. Geh doch mal dahin und bau diesen Planeten um. So, jetzt haben wir hier diese Flotte. Die soll da... Ach so, können wir ja gar nicht. Was baut ihr hier eigentlich? Ihr baut... Ah, perfekt. Ihr baut sogar schon die Kampfstation. Das finde ich löblich. Das sollte aber jetzt ein bisschen schneller gehen, denn wir sind im Krieg und ihr seid Grenzland. Und ihr wollt sicherlich nicht, dass das so bleibt. Ah, und jetzt sind wir hier gelandet. Okay. Dann flieg doch du mal zum Orion. Ich möchte dieses Schiff hier zum Orion schicken, damit ich ihn mal selbst gesehen habe und mal gucken, abschätzen kann, wie mächtig der Wächter des Orion-Nebels in Wahrheit ist. Ja, der wird ankommen und Stress schieben. Das ist mir jetzt schon klar. Und der wird es schaffen, bevor wir... Ah, das ist doch manchmal nervig. Scheiß Pirat. Ja, du sollst einfach hier rumdödeln. Er kommt da nirgends hin. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, ob wir jetzt nicht Spionage gegen die Silikoiden nicht angebracht wäre. Also, ich würde ja schon sagen... Was? Du sollst da hinfliegen. Warum tust du das nicht? Er tut's nicht. Weil ich jetzt einmal das Abkommen eingegangen bin mit den Silikoiden, oder was? Silikoiden? Wo sehe ich, mit wem ich im Krieg bin? Hä? Bin ich überhaupt nicht im Krieg mit denen? Doch, im Krieg, steh doch dran. Aber warum? Er will nicht reden. Das finde ich verwirrend. Warum hast du eigentlich das Bündnis beendet? Warum hasst du mich jetzt? Ach, wegen dem Spionen. Weil ich ein Geschäft mit den Feinden gemacht habe. Weil ich ein Geschäft mit denen hier gemacht habe, oder wie? Der mag mich auch nicht so wirklich, die gibt's nicht mehr. Ja komm, dann reden wir halt mit denen da. The blessings of the sky. What proposition would you put forth? Machen wir mal ein Bündnis. This gladdens me. So. Und... What proposition would you put forth? Dann machen wir gleich mal offene Grenzen. This gladdens me. Wenn, also, ich habe kein Problem damit, das jetzt mit ihm so zu handhaben. Und ich gebe ihm auch gerne noch die Zotrium-Panzerung, wenn er mir dafür Geld gibt. A fair deal. I hope that it may be looked upon favorably. Aber sowas von... Das ist der Hammer! This gladdens me. Ja, und mich erst! Du bist mein allerliebster Piepmatz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er hat mich soeben reich gemacht. May the wind carry you to paradise, my friend. Und nicht nur reich, auch glücklich. Der zahlt uns jetzt jährlich Geld. Und hat uns 3600 und das Klonungszentrum und... Wow! Ich sag nur, wow! Problemlos Schiffe auf neuestes Tech-Level gebracht. Geilo. Ich bin gerade eben begeistert. Ich sollte häufiger mal fragen, was sie mir geben würden dafür. Ne? So hingehen, so, Junge, ich habe da einen coolen Deal für dich, aber ich möchte erstmal wissen, was du dafür geben würdest. Scheiße, jetzt verlieren wir die Weltraumfabrik. Ja. Das war jetzt blöd. Aber nicht zu ändern. Scheiße.
Hier habe ich schon A gesagt. Ich glaube ein, zweimal. So, jetzt haben wir hier ein Card-Hub, das hier fertig gebaut. Ich möchte hier auf jeden Fall jetzt auch gucken. Wir brauchen einfach mehr Geld. Unser Deal mit den Alkari hilft uns da sicherlich. Komm, jetzt machen wir hier auf Bereitschaft. Kann ich mit den Alkari noch mehr handeln? The blessings of the sky god be upon you, earthbound. Ja, ich bin so ein niederer Erdgebundener. So niedrig, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Was würdest du mir denn für den Antimaterieantrieb geben? A fair deal. I hope that it may be looked upon favorably. Ach ja, das machen wir. Gefechtssensoren ist auch okay. This gladdens me. Ich glaube, er hat kein Geld mehr. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, er hat kein Geld mehr. Bei dem wissen wir es gar nicht, weil sie ihre Dinge geschlossen haben. Der hat richtig Kohle. We're listening. So, Handelsabkommen mit denen hier geschlossen, mit den Sakra. We're listening. Bündnis will er wahrscheinlich gerade eben nicht, aber was würdest du mir geben für Neutroniumpanzer? Now this is a fair deal. Machen wir. Far into history back. Ja, ist gut, du brauchst nicht schon wieder einen Monolog halten. Wir machen jetzt auf jeden Fall 486 pro Runde. Das ist sehr, sehr gut. Und eigentlich hätte ich auch einen Handel abschließen können mit den anderen. Aber das habe ich jetzt vergessen. Also mit den Alkari. Egal. So, hier können wir jetzt angreifen, schießen jetzt hier dieses kleine Ding zu Klump. Unsere Flotte ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben einen Kreuzer, ein Schlachtschiff, mehrere Zerstörer, 9 Stück und 13 Fregatten. Oh, hallo. Schiffe der Silikoiden. 1000 Angriffskraft, 4700 Verteidigung. Ich glaube, unsere Flotte ist stärker. Ist nur so ein Gefühl. Die kommen auch an. Die kommen jetzt. Das werden sie bereuen. Ja, ich würde behaupten, das bereuen die, dass die jetzt da sind. Die können wir nämlich jetzt hier gleich wegputzen von der Oberfläche nicht unbedingt, aber vom Rand der Kruste unseres Sonnensystems. Da können wir sie jetzt wegputzen. Klonungsdingens. Könnt ihr auf so einem Planeten jetzt hier richtig was bringen? So, was können wir denn sonst noch bauen? Ach, die werden jetzt hier blockiert. Stimmt, da war ja was. Irgendwas ist ja immer. Regierungsunterstützende Behörde können wir mal bauen. Stimmt, wir werden jetzt hier blockiert. Wie lange brauchen denn die noch hier? Die brauchen noch eine Weile. Oh, scheiße, 6 mal 7 ist 42. Das schaffen wir nicht. Wir werden nicht fertig werden, wenn ich das jetzt so lasse. Als allererstes bringen wir es hier sowieso erstmal Leute hier auf den Wissenschaftskurs. Ich muss gucken, dass es so wenig wie möglich ist. 3 mal 9 ist 27. Das ist okay. Sonst machen wir zu viel Müll. Okay. Ich möchte ganz kurz rein aus Vorsicht speichern. Nur falls ich eine Fehlentscheidung treffe. Ich bin so paranoide. So, nicht Spiel verlassen. Und jetzt Silikoiden. Ihr habt ein Problem. Dieses Problem heißt Darlok-Flotte. Auf jeden Fall schon mal eine der größeren Gefechte jetzt. Hier, das sind wir. Mit unseren windschnittigen Kampfschiffen. Oh Gott, die haben einen Afterburner. Was ist denn das da? Ah, das ist unsere Station. Ist das eine normale Station? Militärische Außenposten, okay. Ich fände es ja cooler, wenn man irgendwie einstellen könnte, dass sie anders fliegen. Ich möchte auf jeden Fall auf Strahlenverteidigung erstmal gehen. Und dann legen wir los.
Genau, geht mal hier auf so eine quadratische Formation. Ah, nee, wir warten sogar. Ja, dann sollen sie doch kommen. Wir greifen sie an, sobald wir können. Und jetzt geht's los. Zerlegen wir erstmal die ersten. So, ihr. Mit Pause. Ihr hier. Hallo? Ich möchte nicht, dass ihr da oben seid. Genau. Ihr. Kümmert euch um die da. Ich mache jetzt mal eine Runde langsamer. Wir haben schon mal Fregatten verloren, wie ihr seht. Die Fregatten sind teuer. Viel zu. Boah, guckt euch das mal an, wie wir die weggeballert haben. Die sind absolut chancenlos gegen uns. Das Schlachtschiff kam noch nicht mal großartig zum Einsatz. Sie haben noch ein Schiff. Wir haben 5 Schiffe verloren. Aber sie haben 20 verloren. Ich würde das mal als Sieg verbuchen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, wir haben ein paar Fregatten verloren. Das war's aber auch. Tja. Silikoide. Ich bin der Meinung, du hast jetzt ein Problem. Denn wir kommen dich jetzt hier besuchen. Ob du willst oder nicht. Und ich bin immer überlegen, ob ich nicht einfach wirklich das System wegnehmen soll mit Bodentruppen. So, du fliegst jetzt schon mal dahin. Baust daraus jetzt einen Planeten. Achso, ja genau. Hier, das Kolonieschiff habe ich ja gebaut, um es nach Degon zu schicken. Genau, hier auf den hier. Das ist aber machbar. So, lassen wir mal alles fliegen, was fliegen will. Und jetzt müssen wir Bodentruppen produzieren. Da, Truppentransporter einmal. Ach, es geht nur einmal. Ja gut, dann müssen wir da durch. Dann müssen wir das akzeptieren. So, wir können wieder forschen. Secrets from the Cabal hindmost. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir wollen einen Hochenergiefokus haben. Das heißt, wir machen 50% mehr Schaden mit Energiewaffen. Wir können aber auch einfach sagen, wir wollen generell mehr Schiffsraum haben. Das wäre jetzt halt, wenn wir einfach sagen würden, wir bleiben bei Strahlenwaffen. Hm. Mal überlegen. Muss ich das einbauen? Ich schätze mal schon. Das hier ist aber einfach so da. Deswegen nehmen wir das. One more veil is drawn from the truth hindmost. Das mache ich jetzt nicht automatisch. Wir könnten jetzt die Schiffe zu einem Mizotrium-Panzerum aufwerten. Das will ich aber auch wieder von Hand machen. Wie gesagt, ich traue dem Frieden nicht so sehr. Apropos dem Frieden nicht trauen. Ich möchte hier Schilde haben. Die nächste Schildstufe. Entschuldigung. Wir haben jetzt gelernt, dass man dem Frieden nicht trauen sollte. Grundsätzlich nicht. Denn er hält sich anscheinend nicht an den Frieden selbst, sondern greift lieber Dinge an. So, Truppentransporter können wir hier gleich wieder bauen. Sehr gut. Dann haben wir nämlich hier zwei. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir auch Truppen. Möchte ich auch einen Truppentransporter bauen. Der braucht hoffentlich nicht allzu lang. 2 Runden, perfekt. Das Gute ist, Truppentransporter sind in der Regel nicht allzu lange zu bauen. Und hier bauen wir auch einen Truppentransporter. Wie gesagt, wenn wir jetzt angreifen, dann richtig. Das werden sie bereuen. Die kleinen, lustigen Silikoiden. Wir werden sie auf ewig versklaven. Naja, versklaven ist vielleicht ein bisschen zu hartes Wort. Oder? Ich weiß nicht. Wie sieht es denn hier mit dem Müll aus, stelle ich gerade eben fest. 1%. Ozeanisch. Ich möchte hier ein Klonungszentrum haben. Dass das hier einfach schneller geht. Wobei, ja doch, ja, der eine Streikende, der ist momentan noch unwichtig. So, Flottille. Du kannst schon mal hier hinfliegen. Der Rest soll jetzt auch fliegen. Und wir sind
Was ist denn mit dem hier? Ein Späher. Wir sind jetzt angekommen. Wir gucken mal, was er hier hat. Er hat hier Truppentransporter. Ja, das nenne ich ja mal Optimismus. Unsere Schiffe haben ein bisschen Schaden bekommen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall bei ihm jetzt hier das Türchen geknackt und werden in der nächsten Folge Numinos 1 angreifen, liebe Leute. Macht's gut, bis dann. Tschüss und Ade.